So, herzlich willkommen auf dem Splatfest. Was macht man, wenn die Welt untergeht? Ja, ich würde ja die Welt retten. Wisst ihr Bescheid? Vor allem, wenn die Supernova droht. Aber vorher gehen wir zu Sid, weil keine Weltrettung ohne Gummistiefel. Ihr wisst Bescheid. Meine Gummistiefel sind zwar schwarz mit weißen Sohlen. Ganz wichtig. Aber hier in Splatoon gibt es unterschiedliche Gummistiefel und ich habe mir gestern bei Monkey welche bestellt. Das heißt bei Monkey eigentlich bei Sid. Also Sid besorgt mir sie, aber ich habe sie bei Monkey. Ist auch wurscht. Es sind Gummistiefel. Meine Güte. Ja, du konntest was für mich ergattern. Es ist nicht das. Doch, das ist genau das, was ich wollte. Ja, danke, Champ. Ja, bis dann. Bis demnächst, ne? So, für das Splatfest möchte ich nämlich die heißgeliebten roten Sonic-Schuhe gegen die Gummistiefel austauschen. Aber vorher ein Foto machen. Nochmal ein Erinnerungsfoto. Mit Feuerwehrhelm. Der Feuerwehrhelm, wie auch alle anderen Kopfbedeckungen, nehmen übrigens die Farbe der aktuellen Tinte an. Das heißt, der Feuerwehrhelm ist nicht so wie zum Beispiel die Schuhe die ganze Zeit rot, was ein bisschen schade ist. Aber egal. Rein in die Luzi. Jawohl. Es sieht doch richtig gut aus. Also, ich bin der Meinung, Splatoon gibt es eigentlich nur auf zwei Arten auf zwei Fußbekleidungen zu spielen. Entweder barfuß oder in Gummistiefeln. Was meint ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Team Barfuß und Team Gummistiefel. Was für ein Quatsch. Ja. Ja. Aber genau so muss es sein. Genau so muss Splatoon sein. Und es gibt schon eine Durchsage. Ja, ein Zehnkampf wurde gewonnen für Team Alltagsleben. Also für die Leute, die sagen, hey, die Welt geht unter. Ich mache eigentlich das, was ich jeden Tag mache. Ist vielleicht die beste Strategie. Weil die Löffelliste ist eigentlich irgendwie, ja, ich weiß nicht, was würdet ihr tun, wenn ihr wüsstet, dass die Welt untergeht? Ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung, zu sagen, ich würde versuchen, die Welt zu retten. Das kommt immer so drauf an, ob es überhaupt möglich ist und um was es überhaupt geht, ne? Also, wenn ein Komet auf die Erde zufliegt, und man ist jetzt nicht gerade Astronaut oder so, dann ist es schlecht oder schwer, die Welt zu retten. Geht es jetzt aber um ja völlig realistische Dinge oder um handfeste Dinge, aktuelle Dinge wie jetzt Klimawandel oder so, dann ist es klar, das hat jeder von uns in der Hand. Aber da geht es jetzt auch nicht um einen plötzlichen Weltuntergang. Ja? Wenn es der schleichende Weltuntergang ist, dann wäre natürlich Alltagslegen, Chillen oder Löffelliste natürlich das Schlechteste. Ja. So. Rein geht's. Das erste Spiel im Splatfest. Was würdest du tun, wenn die Welt untergehen würde? Und wir löffeln. Und wie gesagt, ich habe dieses Team tatsächlich nur wegen der Farbe gewählt. Weil eigentlich wäre ich gerne im Team Weltretter. Aber ich wollte endlich mal wieder blau spielen. Und seht euch diese Map an. Wir haben hier Polarlichter. Polarlichter, die es vor ein paar Tagen in Deutschland tatsächlich gab. Die entstehen, wenn Sonnenwinde die Erde treffen. Oder beziehungsweise die Erdatmosphäre treffen. Und die dann auf der Erde unten sichtbar wird. Ich habe sie leider nicht gesehen. Es heißt, es hieß ja auch, mit bloßem Auge wären die nicht sichtbar. Sondern, oder nicht so gut sichtbar, oder nicht für jeden sichtbar, oder, ach, keine Ahnung. Ich habe mich jetzt aber auch nicht mit, na, krieg ich dich? Nee, du kriegst mich, toll. Ich hatte jetzt aber auch keine Lust, mich mit dem Handy mitten in der Nacht irgendwo hinzustellen und den Nachthimmel anzugucken. Ich hatte da, wo dieses Ereignis war, etwas Wichtigeres zu tun. Nämlich, ich habe Gronkh geguckt. Da hat er ein Spiel gespielt über eine Katze in der Großstadt. Ein sehr schönes Spiel übrigens. Little Kitty in a Big City. Was auch für uns hier etwas wäre. Also für den gechillten Kids Laboratory Kanal. Stream Kanal vielleicht. Mal gucken. Übrigens, ich habe mich auch gefragt. Das habt ihr euch bestimmt auch gefragt wegen Kids Laboratory. Hey, warum nicht einfach auf Twitch streamen? Würde auch gehen. Aber ich möchte eben, dass die Streams erhalten bleiben als Video zum Nachschauen
und ich möchte eben alles auf einer Plattform dann behalten und da bietet sich ja, YouTube einfach besser an. Ich habe aber auch tatsächlich ernsthaft überlegt zu gucken, okay, vielleicht probiere ich Twitch aus. Da kann man ja auch, ich würde den Sniper gerne, aber hinter mir ist auch jemand. Kriege ich den? Nein, ich kriege ihn nicht. Aber es sieht trotzdem sehr gut aus. Not bad. Was will ich jetzt sagen? Aber natürlich, man möchte natürlich auch Zuschauer haben und dass das so ein bisschen wenigstens was Hand und Fuß hat. Mal gucken. Es gibt ja einige Spiele, die ich versprochen habe zu spielen und auch zu streamen. Also Firewatch möchte ich auf jeden Fall machen. Aber auch dieses Trolls-Spiel, das steht jetzt endlich mal an. Möchte ich gerne spielen. Es gibt einiges, was ich noch gerne spielen möchte. Sniper. Nicht mal der Hammerhai kriegt sie. Patsch. Von allen Seiten. Fragt mich nicht, was dieses Feuerwerkskracher bedeuten. Ich werf die eben immer und dann machen die so Peng-Peng. Ich glaube, das ist eine Waffe, die man nur an Splatfesten bekommt. Das ist so ein Zusatz-Gimmick. Irgendwie so wie es die Wandelzone mal gab. Glaube ich. Aber gut. Schauen wir, ob wir gewonnen haben. Ja. Oh, die Animation. Oh. Sie hängt. Ich muss mit der Animation unbedingt etwas machen. Moment, ich bin hier gerade am Klicken. So. Die war jetzt nämlich über meinem Gesicht, die Animation. Ich glaube, ich muss das umstellen. Einen Moment, bitte. So, ich habe es umgestellt. Es gab jetzt aber auch nicht so viel zu sehen. Ich gucke nochmal. Ja, jetzt ist er auf der Seite. Ja, das ist alles ein bisschen... ich hätte diese Animation auch gerne mit Ton. Aber ja. ach, die Loose-Animation muss ich ja auch umstellen, sehe ich gerade. Moment. Ich mache das mal schnell. So. So, ist jetzt auf der richtigen Seite. Ja, wunderbar. Ja, es ist ein bisschen chaotisch heute. Aber meine Güte. Dabei sein ist alles. So, zweite Runde. Ich werde jetzt auch nicht alle Spiele zeigen. Moment. Nur die ersten, wo ich jetzt hier gespielt habe. Ich möchte, ich habe gedacht, als Video werde ich dann den Schluss und wer gewonnen hat zeigen. Und oder alle Spiele einfach in einem Rutsch dann nochmal als Stream, so aus der Konserve, Stream. Und das Frühlings... oh, jetzt habe ich gedacht, ich bin von der Map gefallen. Das ist übrigens auch eine interessante Map. Das ist auch neu in Splatoon 3. Die gefällt mir irgendwie richtig gut. Ich habe aber vergessen, wie die heißt. Ich habe es irgendwie nicht mitbekommen. Ja, ein toller Splatoon-Profi bin ich. Wie gesagt, von den neuen Maps ist mein absoluter Lieblingsmap der Flughafen. Beziehungsweise nicht nur ein Flughafen, das ist ja ein Flugzeug. Weil ich liebe Flugzeuge und ich liebe Flughäfen. Ich war jetzt auch heute, bin jetzt auch vorhin gerade vom Segelflugplatz gekommen. Da ist nämlich jetzt am Pfingstwochenende so ein Pfingstflugcamp. Also für alle Interessierten, die können dann dahin und so Schnupperkurs machen und Schnupperflüge machen. Und da waren dann zum Schluss, also bevor ich dann gegangen bin, alle drei Segelflugzeuge in der Luft. Und das war so ein herrlicher Anblick. Über Segelflugzeuge, ich merke gerade, ich habe ein Bedürfnis, über Segelflugzeuge zu sprechen. Werde ich vielleicht auch mal ein Video machen. Auf meinem Kanal Marshall DogPuppy habe ich übrigens ein Video über das Fliegerfest gemacht. Da schaut gerne mal rein. Wenn ich dran denke, verlinke ich es vielleicht mal unten unter dieses Video. Ja, ich würde gerne darüber ein bisschen was erzählen. Auf dem Marshall-Kanal sind ja Videos, wo ich, wenn ich irgendwo auch Ausflug gemacht habe oder so,
vertreten, während hier ist ja nur Gaming und Animation. So Real-Life-Dinger habe ich ja schon ewig lang nicht mehr gemacht. Das war ja mal für den Kips Laboratory-Kanal ursprünglich geplant, dort Videos von Roboter und von dem Kraftwerk und so weiter. Aber ich habe gedacht, wenn ich mal sowas wieder mache, dann kommt es hier auf dem Hauptkanal. Weil, ja. So, die letzte Minute läuft. Die letzten 30 Sekunden oder 20 Sekunden. Ich habe jetzt irgendwie den Überblick verloren, wie es gerade aussieht. Ich will Feierabendkracher. So, da nennt sich jemand Splatoon M. Ja, toll. Super. Wenn Leute als Nickname den Namen des Spiels haben, das ist auch immer toll. Oder einfach ihren echten Vornamen. Also, wenn dann hier jemand als, ich sag jetzt keine Namen, das ist bescheuert. So, das war ein eindeutiger Lose in dieser Runde gegen, was ist denn eigentlich das für ein Team? Ist das jetzt, gegen die Team Weltretter. Na gut, den Weltrettern soll es gegönnt, die wollen die Welt retten. Das wollen wir ja alle. Und ich habe schon wieder Schuhe gesehen. Der ganz links, diese gelben Schuhe. Oder habe ich die nicht schon? Ich weiß gar nicht mehr. Egal. Werde ich mich bei Gelegenheit mal drum kümmern. So, die ersten Beiträge. Wie gesagt, auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Manche Leute sagen ja, oh, du sagst ja immer das Gleiche. Also nicht jetzt ihr, ja, sondern eine bestimmte Person sagt das. Ja, das sagst du jedes Mal. Ja, ich sag's auch jetzt jedes Mal. Ich sag's jetzt auch, dass ich als Ziel nicht mehr habe. Oh, ich möchte unbedingt ein Gewinnerteam sein. Ich meine, klar, jeder will gewinnen. Aber Splatoon, für mich ist da die Reise das Ziel. Und es ist einfach alles an dem Spiel toll. Es ist wirklich mein absolutes Lieblingsspiel, was ich ja schon oft erwähnt habe. Und ja, oh, wieder die Polarlichter. Oh, wie schön. Oh, schaut's euch an. Schaut's euch an. Und das Wasser sieht irgendwie so komisch aus. Schwimmt da was drin rum? Ist das, was ist denn das? Ist das Schaum oder überdimensionale Nudeln? Nudel. Oh. Ja, apropos Nudel. Jetzt muss ich an Essen denken, weil während ich spiele, esse ich auch oder trinke ich auch. Wie ich gestern angefangen habe zu spielen, also wo ich jetzt das hier spiele, was ihr hier gerade seht, hatte ich eine große Schale Kartoffelchips, geriffelte Paprika-Chips von Kaufland. Die sind wirklich richtig gut, obwohl sie so Milchchips sind, also so Kaufland-Chips. Und einen Energy-Drink. Ich muss sagen, ich bin da in letzter Zeit oder auch zukünftig darauf bedacht, mich wirklich gesünder zu ernähren und gesund zu trinken. Nur, es gibt ein paar Ausnahmen. Splatfest und Schlefatz. Weil das ist einfach Celebration und ich möchte mir abgewöhnen, zum Beispiel Energy Drinks als Erfrischungsgetränk oder als Luftlöscher zu mir zu nehmen. Aber wenn ich spiele, dann Energy Drink, also es ist Booster, blau natürlich, und oder natürlich Cola und Chips und das einfach hier alle 5 Grad sein lassen und das Lieblingsspiel zocken. Und auf Platz 2, Schlefatz, für alle, die nicht wissen, was bedeutet das, was ist die Schlefatz-Party, die ich meistens alleine feiere. Diesen Ultrastempel, den Ultrastempel wirst du bestraft jetzt. Jetzt komm doch her, komm her. Dann eben der Hai. Auch der, geschafft, juhu. Das sind die schlechtesten Filme aller Zeiten. Und es ist jetzt, sind schon über 25 Jahre, wo ich Oliver Kalkofe schaue. Es gibt kein einziges Bild, kein einziges Comic, keine einzige Zeichnung, wo nicht Kalkofes Mattscheibe im Hintergrund läuft. Wie gesagt, ich hatte auch das große Glück, die große Ehre, ihn persönlich zu sehen und auch den Peter. Wie heißt er?
Peter Rütten bei Schläferz in Köln, bei der Yeti. Das war ein richtig großes Erlebnis. Ein Selfie mit Kalkofer und rein ins Wasser. Jawohl, Glück, Glück. Ich möchte noch die 1000 erreichen. Das ist wirklich, das war wirklich eine ganz, ganz große Sache, eine ganz tolle Sache. Und wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Ja, und da ist es eigentlich schon fast Pflicht, sich mehr oder weniger ungesund zu ernähren. Ja. Nehme ich an. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich verbinde ja schon Schläferz assoziiere ich mit Cola und mit Chips. Also, oder mit Fastfood, so mit Pizza oder so. So, Fern hat hier irgendwie wie Fern angezogen ist. Das würde ich auch gerne dieses Outfit haben, aber ich glaube, das habe ich schon versucht. Das ist nicht bestellbar. Das ist vielleicht auch in der Bär GmbH bekommbar. Bekommbar? Ähnlich. Wie gesagt, Salmon Run steht wirklich mal an. So, wir spielen gleich weiter. Für dieses Video ist aber erstmal Schluss. Kipp Supernova over and out.